Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute widmen wir uns mal dem Dünndarm, vor allen Dingen, was passiert, wenn da eine Fehlbesiedelung stattfindet, welche langwierigen Folgen sich da für den Körper wirklich entwickeln können und wie wir da rauskommen, das erfahren wir heute von Dr. Markus Stark. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Markus. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, bin gerne da. Ja, ich freue mich auch, dass wir mal über dieses Thema SIBO sprechen. Das scheint wohl mit dem Dünndarm ein richtiges, großes Thema auch in unserer Gesellschaft zu sein. Und da interessiert mich natürlich erstmal, was bedeutet der Name SIBO? Mhm. Das SIBO kommt aus dem Englischen, das steht für Small Intestine, Dünndarm. Bakterienüberwucherung, Overgrowth-Syndrom. Und das heißt, der Dünndarm ist mit Fehlbakterien besiedelt. Und das ist halt ein Riesenproblem. Also von den letzten, sagen wir so, 1000 Mikrobiomanalysen, die ich durchgeführt habe, sind bei den 990 nicht in Ordnung heutzutage. Also ist ein Problem, kann ein großes Problem werden und sollte bei den meisten chronischen Erkrankungen immer Berücksichtigung finden bei der Therapie. Immer. Denn wenn ein SIBO herrscht, ist der Startschuss dafür ein Leaky Gut in weiterer Folge für die sogenannte Endotoxinämie. Das heißt, es treten zu viel Toxine vom Dünndarm zur Leber über. Vor allem Fäulnisbakterien, die dann Entzündungen auslösen. Und das nimmt dann seinen weiteren Lauf. Also das ist das Erste bei allen Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, verpflichtend zu schauen. Ist der Dünndarm, das Mikrobiom in Ordnung? Und dann muss man auch die notwendigen Schritte einleiten. Kann ich wirklich durch die Therapie nachher langfristig auch was verändern? Weil du bist ja auch Psychoneuroimmunologe. Weißt du, dass man nicht wieder zurückfällt immer wieder? Ich kann natürlich Bakterien reinmachen oder Probiotikas. Aber letztendlich, irgendwo gibt es ja noch eine Steuerung, die wohl immer wieder dafür sorgt, dass Systeme wieder ins Stocken geraten. Ins alte Muster geraten. Ja, man kann pathogene Keime verdrängen, damit der Störfaktor mal weg ist. Man kann ein Dünndarmflora wieder unterstützen, dass die unter das Leaky Gut schließen. Aber, und da komme ich zurück, 70% der Menschen, die ein SIBO mal hatten, vielleicht ausgelöst durch Antibiotika, haben nach einem Jahr meistens wieder ein SIBO. Mhm. Also fallen wieder ins alte Muster zurück. 20% der Menschen tragen ein Gen in sich, die können keine Säuerungsflora aufbauen. Das geht nicht. Ja, denn dann fehlt ein Gen, das heißt Fukot-Syltransferase, FUT2 genannt. Und wenn dieses Gen nicht da ist, die können gewissen Zucker nicht abbauen im Darm, der notwendig wäre für die Säuerungsflora, für die schützende Flora. Und das haben 20% der Menschen. Und das ist relativ viel. Leider kann man das bei uns nicht analysieren lassen. Das geht nicht. Es gibt kein Labor, was das macht. Man weiß aber, dass das Phänomen da ist. Die tendieren immer eher zu Darmproblemen. Aber Hauptursache für die Entstehung von SIBO ist Antibiotikagebrauch. Das ist die Hauptursache. Und das machen wir ja nicht mal aktiv. Das kriegen wir permanent, jeden Tag, über Trinkwasser, Tierprodukte. Das kann sein, dass das auch ausreicht. Das weiß ich nicht, ob die Menge ausreicht, um ein SIBO auszulösen. Es fängt ja schon viel früher an. 37% in Österreich der Kinder sind heute Kaiserschnittkinder. So, da fängt schon die Fehlbesiedelung an. Ja, also das heißt, Kleinkinder können schon ein SIBO entwickeln, weil eben Kaiserschnittkinder zu kurz gestillt, denen fehlen die Lactobacillen, die Säuerungsflora. Die Mutter sollte ja über die Muttermilch Laktose liefern, damit die Lactobacillen sich etablieren können. Und so, hier ist diese Fehlprogrammierung. Und wenn dann in den ersten 3 Lebensjahren vielleicht auch noch vielleicht Antibiotika hinzukommt, dann kann das Drama wirklich seinen Lauf nehmen und dann zieht sich eine kaputte Flora ein Leben lang durch. Es ist eine Fäulnisflora, die sich dann entwickelt. Und wie der Name schon sagt, Fäulnis, führt dazu, dass das Immunsystem im Darm permanent getriggert wird. Das sieht man bei den Kindern, die Mittelohrentzündungen, Polypenwachstum haben, Mandelprobleme haben, permanent Infektionen, Schleimen, die Chinesen sagen Schleimen, das ist eine Immunabwehr und da ist das Mikrobiom so gut wie sicher gestört. So, also Antibiotika ist mit einer Ursache im Erwachsenenleben Magenschoner. Einer der gefährlichsten Medikamente, die machen alle ein SIBO, wenn das länger wie 3 Wochen angewendet wird. Gehört zu den gefährlichsten Medikamenten, die man dauerhaft nehmen kann. Chronischer Stress,
Man muss jetzt bedenken, Stresshormone, jeder hatte schon mal Stress, Adrenalin, der Spiegel fährt hoch, Noradrenalin. So, diese Stresshormone werden zum Teil enzymatisch abgebaut und mit den Haaren ausgeschieden. Nur Noradrenalin zu 50% wird in den Dünndarm geflutet. Das heißt, 14 Tage chronischer Stress mit erhöhtem Noradrenalinspiegel. Das heißt, es wird Noradrenalin in den Dünndarm geflutet und fördert dort das Wachstum von E. coli. Aber dann haben wir ja wieder den Kreislauf. Ich meine, wenn mein Körper krank ist, mit Fäulnisbakterien übersät, dann ist er ja in einem Stressmodus. Dann braucht er ja von außen gar keinen Stress haben. Genau. Sondern er ist ja, also irgendwo muss es ja dann... Es aktiviert die Stressachse. Das ist das Thema. Das heißt, der Darmprobleme, SIBO heißt Leaky Gut, aktiviert über das Darmimmunsystem praktisch auch die Gehirnstressachse. So, jetzt kriege ich vom Darm psychische Probleme, energetische Probleme. Das heißt, mein Immunsystem ist über den Darm permanent damit beschäftigt, abzuwehren. Und ein Immunsystem darf nicht dauerhaft aktiv sein. Es soll im Überwachungsmodus stehen, aber nicht dauernd gegen pathogene Endotoxine kämpfen. So, jetzt habe ich immer Entzündungen. Und wenn einer klassische Histaminallergie hat, ja, dann ist die First Defense Line, das Darmmikrobiom, meistens defekt. Und wir haben ja eine massive Zunahme von Allergien und Histaminintoleranz. Wobei man sagen muss, eine Histaminintoleranz, würde ich mal sagen, provokant und so Gänsefüßchen gibt es gar nicht. Ist ein Leaky Gut. Eine Histaminintoleranz entsteht dann, wenn die First Defense Line kaputt ist, die Schleimhaut kaputt ist und mein Immunsystem reagieren muss und dabei entsteht wiederum Histamin. Und da muss man halt wieder schauen, dass die Toleranzen hergestellt werden. Und auch bei den schwersten Darmerkrankungen, wie Colitis und Morbus Crohn, ist das immer das Mikrobiom an erster Stelle zu setzen bei der Therapie. Immer, von oben bis unten und von unten nach oben. Und wenn das nicht behoben wird und du hast zu lange eine Fäulnisflora, was machen zum Beispiel Kolibakterien? Man sieht bei den meisten heute E. Colis-Überwucherung. Was macht E. coli? Einen Biofilm. Binnen 24 Stunden. Das heißt, Überwucherung mit Kohle, der bildet einen Biofilm, der ja sehr spannend ist, der klebt mir meine Zotten zu. So schützt sich das Bakterium und ist so nicht mehr angreifbar. So, das ist übersetzt unter Gänsefüßchen, bitte nicht böse nehmen, das heißt Bakterienschiss. Ja? Das ist der Biofilm und da kann ich Probiotika geben, wie ich will, ich kriege das nicht mehr weg. Sind es dann manchmal auch diese Darmreinigungskuren, die damit werben, dass der Biofilm abgelöst wird? Es gibt ein paar Ideen dahinter, ob das jetzt wirklich funktioniert. Man kann es ja nicht messen. Ja, man kann es ja sehen, was rauskommt. Ja, aber ob das, was das ist in den Zotten, im Dünndarm, zweifelhaft ein bisschen, ob das wirklich alles reiner Biofilm ist, ich weiß es nicht. Was man weiß, dass Biofilm gelöst werden kann, zum Beispiel erfolgreich durch Berberis, die Berberitze. Dann durch wildes Oreganoöl, magensaftresistentes, Lactoferrin, körpereigene Substanz, löst Biofilm. Es gibt Wermut, ähnliche Sachen, Artisimin ist auch eine Möglichkeit. Vitamin C, gebe ich dann eher hochdosiert, aber wenn je öfter jemand Antibiotika bekommen hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Biofilm da ist. Das findet man auch in den Herzkranzgefäßen. Also Biofilm ist ja nicht nur begrenzt auf den Darm, sondern spielt im ganzen System eine Rolle. Und das sollte vermieden werden, indem man das SIBO therapiert. Also der Ansatz ist immer bei 9 von 10 Erkrankungen über den Darm. Denn da komme ich zum Immunsystem, da komme ich zu den Entzündungen hin und durch die Entzündungen komme ich zu einer Weitergabe zu den Mitochondrien. Also da muss man sich durchtasten. Und spürt man ein SIBO? Das ist, viele sagen, ich habe kein Darmproblem. Ja, muss sich nicht unbedingt schlecht äußern, aber wenn jemand jetzt angenommen, es hat jemand Morbus Bechterew, eine Autoimmunerkrankung, dann, oder Rosacea, dann suche ich immer in Dünndarm, weil das wird ausgelöst durch das Bakterium Klebsiella. Das muss da sein, sonst geht's gar nicht. Das sind schon aber alles so Themen auch mit Parasiten, oder? Immer, fast immer da. Wenn ich dann aber mal konsequent, sage ich mal, das Oreganoöl nehme oder antiparasitäre Sachen musst du dann kann ich doch auch das System wieder umprogrammieren. Aber es ist wahrscheinlich dann eine dauerhafte Einnahme. Du musst doch mal die Pathogene loswerden. Das heißt, wenn ich hatte letztens einen Colitis-Patienten, der hatte 5 LPS-tragende Keime. Also Lipopolysaccharid-Keime, das ist das Erkennungsstruktur auf dem Gramnegativ-Bakterium, LPS, Lipopolysaccharid. Und dieses Teil Lipopolysaccharid, wenn du jetzt sagst, wir essen ja jeden Tag und das strömt ja immer mit ein. Das ist völlig normal. Und dann spricht man dann von der postprandialen Entzündung, Entzündung nach dem Essen. Habe ich eine
kaputt, sehr stark kaputte Darmflora strömt mehr mit ein, löst noch eine stärkere Immunreaktion aus. Und es geht einmal alles zur Leber. Ja? Und der Colitis-Patient hatte 5 verschiedene LPS-tragende Keime. Und wenn das nicht behoben wird, schaffst du es nie, eine Entzündung in den Griff zu kriegen. Der hatte Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Proteus, also voll mit LPS-tragende Keime. Und wenn die nicht eliminiert werden und die Überhand nehmen, wird die Entzündung nie aufhören. Mhm. Und beim SIBO ist ja das System gekippt. Das heißt, es ist so wie beim Swimmingpool, du schaust auf den pH-Wert, misst den pH-Wert, damit der Pool in Ordnung bleibt. Wenn der pH-Wert sich ändert, ändert sich das Milieu. Der Pool ist binnen 1, 2, 3 Tagen grün. Mhm. Algenwachstum. So, und so kann man sich's im Darm vorstellen. Der Dünndarm überwuchert, Versäuerungsflora weg. Und ich messe das. Die meisten Menschen haben keine Lactobacillen, Bifidobakterien und Enterokokken mehr drinnen. Sie sind weg. Kohle dominiert. Der pH-Wert steigt. So. Und jetzt kann es passieren, dass auch noch andere LPS-Keime überhand nehmen. Und das kann man regulieren. Ich muss einmal die schlechten weg, die Säurungsflora unterstützen. Und für mich ganz, ganz wichtig bei jeder, wenn es um Darmsanierung geht, man muss Verdauungsenzyme geben. Das wird meistens vergessen, denn nur Probiotika haben in den meisten Fällen überhaupt keinen Sinn. Es ist eine Enzymproblematik. Mhm. Denn die Kombination, man muss Verdauungsenzyme geben, man muss Probiotika, ja, sowieso die richtigen Enterokokken geben und ganz, ganz wichtig Glutamin. Also das ist L-Glutamin, ist die Aminosäure schlechthin, um die Darmschleimhäute zu regenerieren, Magenschleimhäute zu regenerieren und eventuell dann, je nach Schweregrad, ein Parasitenmittel. Mhm. Da kommt das Nelke dazu, da kommt die Walnuss ist eine Möglichkeit zu geben, Artisimin ist eine Möglichkeit, Berberis finde ich fantastisch, der Berberis ist so eine meiner Lieblingspflanzen, die Berberitze, löst Biofilm, antiparasitär und auch nachgewiesen die einzige Pflanze, die die Insulinsensibilität auf Leberebene wiederherstellt. Also für Diabetiker sensationell gut geeignet, um Leberwerte zu senken. Mhm. Da gehört der Berberis hin. Wie nimmt man sie? Als standardisierte Phytotherapie. Das sind 500 bis 1000 Milligramm. Das reicht aus pro Tag, aber mindestens 8 Wochen. Zuführen Vitamin C rauf mit Vitamin C. Vitamin C, je höher die Vitamin C-Dosierung über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen, desto ist es starkes Antimykotikum. Mhm. Und Magenschutz. Vor allem bei den Menschen mit Gastritis auch. Das ist ja das Thema mit dem Magen, weil viele haben ja dann eben das Thema, dass die Magensäure nicht mehr richtig funktioniert. Und dann gehen eben ja auch die Parasiten durch. Oder man kaut dann die Proteine nicht und dann hast du die unverdauten Eiweiße. Ja. Was könnte man da wirklich schon im Prozess, also im ersten Kauen mit dem Magen? Ich stelle den Menschen die Nahrung um. Das Erste, was ich ihnen wegnehme, ist Getreide. Hm. Das raus damit. Also das Getreide, Gluten gehört raus. Und weniger bindegewebshaltiges Fleisch. Eher helles Fleisch und Fisch. Mhm. Braucht weniger Magensäure. Denn Sodbrennen zum Beispiel entsteht ja durch Mangel an Magensäure. Nicht zu viel. Es wird immer verwechselt und leider dann auch dadurch, weil es verwechselt wird, auch die falsche Therapie. Man gibt noch zusätzlich Magensäureblocker, was eine fatale Therapie ist. Das ist ganz klar ein Kunstfehler. Das ist Unwissenheit und Kunstfehler. So dramatisch muss man das einmal ausdrücken. Und jetzt nehmen die Menschen in ihrer Verzweiflung Schmerzmittel, weil sie Entzündungen haben. Man fragt aber nicht, warum. Ja, vielleicht, weil sie Dünndarmprobleme haben und dadurch LPS einströmt, das im System wieder Entzündungen auslöst. Die Menschen wollen natürlich keine Schmerzen haben, nehmen Entzündungshemmer. Mhm. Die wiederum Löcher bohren im Darm. Damit die keine Löcher bohren, brauchen wir wieder Magenschutz. Und jetzt ist die Katze, hat sich in den Schwanz gebissen. Und das Drama nimmt seinen Lauf. Und niemand schaut aufs Mikrobiom oder hinterfragt, ja, wie funktioniert ihre Verdauung. Und alle sagen einmal, sowieso normal. Mhm. Aber dass die vielleicht im Darm Klebsiella haben, Proteus haben oder man nimmt den Aslo, Antistreptolysin, Streptokokken, schauen, sind Streptokokken da, die ja massivste Entzündungen auslösen können. Über Zähne, über die Mundflora, über den Dünndarm. Das ist halt alles untersuchbar in der Schulmedizin, in der naturwissenschaftlichen Schulmedizin. Ich verstehe es nicht, warum es Gastroenterologen zum Teil nicht machen. Naja. Also das ist für mich ein Riesenrätsel. Also wir schildern das ja, Menschen mit Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa, wurde das Mikrobiom angeschaut? Naja, manchmal, ab und zu, eventuell. Colitis Ulcerosa. Nein, genetische Erkrankung, sie können nichts tun, sie können essen, was sie wollen. Mhm. Das ist ihr Schicksal. Völliger Nonsens bei dem Wissen, das man heute hat.
dann gibt man zwar Bentas und Salofalk vom Enddarm, aber dass man hier mit Kaffeeeinläufen sensationelle Erfolge erzielen kann, mhm. ja, das ist alles nachrecherchierbar. Dass kalte Kaffeeeinläufe, klingt jetzt da paradox oder um Gottes Willen, man macht Kaffeeeinlauf, ja, man kann oben was reingeben und unten was rein. Und bei diesen Erkrankungen empfehle ich das. Lesen Sie das, ich gebe den Link, ich drucke das aus und lesen Sie das. Wenn Sie das versuchen wollen, gerne. So wie es dir beschrieben ist, 300 Milliliter vielleicht, Kaffee, lauwarm. Ich hab mir immer die Frage gestellt, was macht denn der Kaffee? Ja. Ja, weil ich kenne das ja auch von den Leberfastenkliniken und so. Kaffee hat ja viele Wirkstoffe. Mhm. Und ich komme dadurch in den enterohepatischen Kreislauf. Eins. Zwei, ich therapiere das größte Nervensystem, den Darm, direkt. Und ich stimuliere den Parasympathikus. Und die Stimulation des Parasympathikus ist die schnellste, effizienteste Art, Entzündungen zu therapieren. Hm. So. Okay, dann sind wir wieder beim Kopf. Da sind wir wieder beim Kopf, genau. Ja, genau. Der dann wiederum die Informationen gibt, es ist alles in Ordnung, keiner stirbt. Du musst dir vorstellen, ja. wir haben doch 70% der Nerven gehen vom Darm zum Hirn. Hm. Das heißt, wenn ich hier therapiere ich den Kopf. Also ich habe immer alles, was ich im Darm mache, endet irgendwo in einer Kopftherapie. Mhm. Und wie arm viele Menschen sind, die ein SIBO haben oder und Völlegefühl, aufgebläht, Blähungen, Durchfälle, können nicht mehr ordnungsgemäß richtig essen. Dann macht man diesen Atemtest, ja, da kann was rauskommen, aber keiner schaut dann weiter, hat die Person ausreichend Enzyme, Verdauungsenzyme. Mhm. Würde die zu jeder Mahlzeit 2, 3, 4 Verdauungsenzyme mal nehmen, sollte sie schlagartig sind Probleme weg. Nehmen Sie den Weizen weg, essen Sie zerfasertes Gemüse und vielleicht ein Fischprotein und vielleicht nur 2 Mahlzeiten pro Tag, schon, dass ich einmal Zeit gebe, den Darm zu regulieren. Da kommt nichts. Mhm. Und das ist das Traurige, dass man wirklich diese Menschen, also Colitis ulcerosa, 30, 40, 50, 60 Durchfälle pro Tag, Dünndarm fast immer kaputt, sonst wäre der Dickdarm nicht kaputt. Ja, und man lässt im Stich, die Darmwand ist entzunden. Man nimmt natürlich in erster Linie die Entzündungstherapie und wenn es im zweiten Schritt ist, kommen die Immunsuppressiva. Aber das spielen immer Parasiten eine Rolle. Sehr viel Filarien oder Ascariden. Da muss man suchen. Die Labors können das heute. Und ist da die Frage, muss ich jeden Parasiten ausfindig machen oder kann ich nicht eine allgemeine antiparasitäre Therapie machen? Ja. Und egal, was es jetzt war, ich muss jetzt nicht jeden Parasiten erkennen. Bin ich auch dort, die macht man dann sowieso, sollte man machen. Vorsichtshalber und es passiert ja nichts, wenn man es macht, weil das Naturstoffe sind und die kann man dann immer geben. Mhm. Mache ich automatisch, prophylaktisch. Gibt es eine Reaktion vom Patienten, wenn der eine antiparasitäre Kur macht, wie er reagiert, wo man erkennt, okay, da war ein relativ hoher Befall? Weißt, manche kriegen ja vielleicht Durchfall oder Schwindelübelkeit, wenn dann, es wird ja doch auch, sie werden ja auch abgetötet. Also es ist ja dann letztendlich auch Leichengifte letztendlich im Körper, die schnell raus müssen, oder? Müsste ja bei Parasiten auch so ein Thema sein. Ja, aber ich sehe nicht so dramatische Reaktionen, dass man das, dass es gefährlich wird. Viel gefährlicher, das klingt jetzt so, um Gottes Willen, was man berücksichtigen muss, wenn jemand ein SIBO hat, dann sagt, ich kann nicht mehr, ich habe Patienten, die sagen, ich esse und ich habe innerhalb von Minuten so einen aufgeblähten Oberbauch, ich kann nichts mehr essen und die Schleimhaut ist kaputt und die machen dann ein Heilfasten. Mhm. Ja, und wenn du über 24 Stunden Heilfasten gehst, dann kann, und du hast schon Schleimhautatrophie, sagen wir, das Glutamin zum Beispiel fehlt, weil es aufgebraucht wurde, oder es ist zu wenig Zink da, du hast schon eine Leaky Gut-Tendenz vorher, machst jetzt Heilfasten, dann wird es noch dünner, deine Schleimhaut. Jetzt sterben Parasiten ab, Bakterien sterben ab, und das nennt man dann Herxheimer-Reaktion, wo eigene Bakterien bei dir eine Immunreaktion auslösen können und dadurch, ich fühle mich noch schlechter, ich werde fiebrig und krank. Das kann passieren, sollte unter Beobachtung sein, aber wenn man dann gleichzeitig den Darm therapiert, eher seltenster Fall. Wie würde denn jetzt aus deiner Sicht, wenn ich so raushöre, könnten wir das doch alle machen, oder? Auf alle Fälle. Wenn man jetzt sagt, man macht so eine Standard-Therapie. Mache ich auch. Ja. Wie würde das aussehen für den Zuschauer jetzt, der sagt, komm, ich ziehe es jetzt einfach mal durch? Also was ich dann mache, ist an erster Stelle einen Cocktail aus Glutamin. Mhm. Da sind mindestens 10 Gramm drin.
hole ich einfach im Laden L-Glutamin. L-Glutamin. Das Pulver einfach. Pulver, L-Glutamin ist die wichtigste Aminosäure, um Magenschleimhäute zu. Mhm. 70% des Glutamins, was wir aufnehmen, wird im Darm als Darmenergie verbrannt. Ja, also Glutamin. Da gebe ich dazu ein effektive Mikroorganismen, das verschiedene, 24 verschiedene effektive Mikroorganismen. Dazu gebe ich die Säuerungsflora als Probiotikum plus Enterokokken, Säuerungsflora. Ich will die Säuerungsflora. Mhm. Der Patient soll, wenn es geht, fermentiertes Gemüse essen, wenn er es verträgt. Wenn er es nicht verträgt, dann natürlich nicht. Da muss man sich langsam rantasten. Dazu zu jeder Darmsanierung Zink. Das ist absolut notwendig. Zink reguliert Magensäure. Zink schließt die Tight Junctions. Mhm. Zink Zink bindet Histamin. Also das gehört zu jeder Mahlzeit dazu. Ich gebe dann eine Kapsel pro Mahlzeit. Das sind ca. 30 bis 45 Gramm pro Milligramm pro Tag. Das gebe ich dazu. Dann kann man trinken einen Puer-Tee. Puer-Tee ist auch gut. Das ist einer der chinesischen Tees, die trinkbar sind. Findest du? Ja, Puer-Tee, das ist Schleimschutz, fördert das Bildung von Akkermansia muciniphila, also schleimbildendes Bakterium. Also das kann man dazu trinken. Wenn es notwendig ist, ein bisschen Vitamin C noch. Wie nimmst du das? Weil gibt ja reine Ascorbinsäure oder muss gebunden ich sein? Ich gebe liposomales oder Ascorbat. Liposomales, Vitamin C oder Ascorbat, gepuffert. Und zu jeder Darmsanierung Verdauungsenzyme. Unbedingt Verdauungsenzyme dazu. Und am Anfang gebe ich kein Präbiotikum. Gebe ich nicht. Erst später, Präbiotika sind Nährstoffe für die Darmbakterien, denn ein Präbiotikum, ich füttere, ich weiß es ja nicht, wenn du keine Analyse hast. Wer kriegt die? Wer füttert das? Nahrung. Du fütterst ja auch den Klebsiella zum Beispiel, was ich ja nicht will. Und das ist oft Inulin und Fructooligosaccharid, FOS genannt, die super gesund sind, aber die lasse ich ja vielleicht erst nach 2, 3, 4 Wochen langsam einschleichen, zu schauen, wie vertrage ich es überhaupt. Das ist die Verträglichkeit, die ich dann rausteste. Wenn es okay ist, dann kann ich die Dosierung steigern, weil das ist ja natürlich Futter für meine gesunden Bakterien. Und mit der Darmsanierung schaffe ich natürlich die schlechten Bakterien weg. Patienten geht es besser, Verdauung funktioniert besser. Du machst dann eine Analyse, eine Mikrobiomanalyse, vielleicht 10 Wochen später. Und es hat sich noch immer nichts verändert in der Säuerungsflora. Die Klinik, es geht ihnen viel besser und die Säuerungsflora ist noch immer viel zu niedrig. Die pathogene Flora ist weg und dann sage ich, okay, es geht ihnen besser, pathologische Flora ist jetzt da verschwunden, also Klebsiella zum Beispiel oder Coli, nehmen Sie das Getränk wenigstens einmal pro Tag weiter. Ernährungsumstellung beibehalten, Weizen raus, Zucker raus, niemals Zucker, wenn ich eine Fäulnisflora habe, das geht nicht. Aber du kriegst natürlich ja auch durch Proteine essen das Problem. Also wenn du sagst Zucker raus, jetzt gehen wir mal davon aus, dann sagt jetzt ein Patient, okay, dann ernähre ich mich Low Carb, ja, nimm irgendwie den Fisch oder vielleicht auch einen Quark oder sowas. Und dann habe ich ja genau das gleiche Problem, obwohl der Patient denkt, er ernährt sich gesund. Weißt du, wenn die Proteine nicht aufgespalten werden? Darum Verdauungsenzyme dazu. Ah. Darum Verdauungsenzyme dazu. Wie sind das Tropfen oder Kapseln? Das sind fertige Verdauungsenzyme. Okay. Denn ich möchte ja, dass das Protein verdaut wird und nicht wieder in den Dickdarm geht. Ja, genau. Denn wenn das Eiweiß wieder in den Dickdarm geht, dann steht wieder die Fäulnis, wieder Gasbildung, wieder nach oben. Also drum zu jeder Darmsanierung, die Verdauungsenzyme sind genauso wichtig wie irgendein Probiotikum. Kriege ich das ganz normal Gibt viele. Oder? Genau, wir haben das in unserem Sortiment natürlich drinnen, weil ich brauche es ja. Und das ist ein Breitbandspektrum von Enzymen. Und auf die Enzymtherapie, wir vergessen hier viel zu viel, dass alles im Körper enzymatisch funktioniert. Die Verdauungsenzyme sind entscheidend. Und dann natürlich etwas Schonkost. Gemüse zerfasert, zerkocht, nicht Rohkost. Gemüsesuppen zum Beispiel, Fischprotein ist gut aufspaltbar, Stärke reduzieren, Kohlenhydratreduktion, Reis ist meistens gut verträglich für den Darm. Und so tastet man sich ran und führt das einmal 8 Wochen, 10 Wochen durch und dann sieht man, ja, es geht besser. Und von den Mahlzeiten würdest du sagen 2 am Tag, weil wir es vorhin kurz von dem Fastenthema gehabt haben? Zwei Mahlzeiten, 3, wenn Sport gemacht wird, dass ich die Energiedichte habe. Und 2 Mahlzeiten pro Tag einmal als Schonkost wäre gut. Und
damit sich das stabilisiert. Das kann, die gleiche Therapie kannst du auch bei chronischer Verstopfung machen. Mhm. Ja, und ich habe, das ist doch unglaublich. Manche Frauen leben von Dulcolax-Tabletten, das ist nicht mehr normal. Ja, habe ich aber jetzt auch schon Männer kennengelernt. Ja, voll damit. Und, das ist, und die finden keine andere Lösung. Da spricht keiner drüber. Niemand. Und die kriegen so dann in Folge auf einmal irgendwelche Krebsgeschichten geschehen, weil halt, ja. Und die berichten mir, wie ist die Verdauung, da hörst du immer nur normal. Aber zu sagen, okay, einmal Stuhlgang pro Woche und das nur mit Hilfe von Dulcolax, das ist doch die einfachste Lösung, sagen, nehmen Sie einmal so viel Magnesium, bis die Sättigung erreicht ist, damit einmal der Darm ein bisschen die Peristaltik an. Es passiert ja nichts. Mhm. Wenn die Magnesiumsättigung erreicht ist im Darm, dann kann ich eher abführen. Denn eine chronische Verstopfung ist eine Toxinbombe, Divertikuliten. Divertikulitis, ein riesen Problem. Jetzt hast du die Ausstülpungen, da liegt toxischer Fäulnisstuhl und der Entzündungen auslöst, der wieder mit Antibiotika behandelt wird. Ja? Essen, wenn die dann noch Müsli essen, Getreide, schwerst verdauliche Kost, also ich niemals Müsli bei Darmproblemen. Das geht nicht, das ist zu viel Belastung, das lagert sich wieder ab und das sind die falschen Faserstoffe. Die müssen dann eigentlich zerfasertes Gemüse essen. Damit das ein bisschen abschilft für die Darmtherapie dazu und dass sich das beruhigt. Und chronische Verstopfung, Magnesium. Bei uns gibt es so billiges Magnesium in Tütchen. Da sage ich 2, 3, 4 Sachets in ein Glas Wasser, für mich das lauwarm und nüchtern trinken. Das, dann müsste es auch funktionieren mit der Verdauung. Dann funktioniert es. Alles besser wie eine chronische Verstopfung. Und diese Leiden kann man halt gut lindern und das vermisse ich halt in der klassischen Ding. Und keiner redet darüber. Ich kenne fast keine Migränepatientin, die eine normale Verdauung hat. Depressionspatientin. Alle sagen Hasenperlstuhl, chronische Verstopfung. Und wenn ich im Urlaub bin, geht überhaupt nichts. Ja, all das spielt sich im Darm ab. Und aus der Mikrobiomforschung, wenn wir sehen, da wird noch die Basis der ganzen Therapie. Also wenn das nicht funktioniert, braucht nicht Entzündungstherapie in den Gelenken machen. Nonsens. Ja. Hat keinen Sinn. Und die schwersten Sachen, SIBO, GERD, gastrointestinaler Reflux Disease, B12-Mangel. Die wenigsten verstehen, dass ein B12-Mangel im Magen zu Reflux führen kann. Reflux therapiert man mit B12 unter anderem. Weil im Magen drinnen haben wir einen Gas, wie ein Ballon, geht auf und zu. Und das macht Stickstoff, Gas. Ja, zu viel Gas heißt, der Ballon dehnt sich, drückt Sphinkter auf, Säure verrinnt nach oben. Und das wird gereguliert durch B12. Also wenn jemand Reflux hat, würde ich auf alle Fälle B12 geben, morgens, mittags, abends einmal, und damit, um die Gasmenge zu regulieren, dass ich die Klappe wieder schließen kann. Weil wenn das so brennt, ist natürlich für die Speiseröhre ein Drama. Muss therapiert werden, ja, sonst kommt es zu Verätzungen. Man gibt Glutamin, Vitamin C, B12. Und wenn notwendig, wenn viele haben halt einen Verdauungsenzymmangel, Magensäuremangel, da kannst du mit HCL-Kapseln unterstützen. Ja, schon noch spannend. Ja, ja, da wird noch viel kommen, da werden sich noch Therapien entwickeln. Ja, weil auch die Problematik ja immer schlimmer wird. Also es gibt ja kaum noch Leute, die sagen, alles tippitoppi. Ja. Sie können es nicht zuordnen. Sie wissen nicht, dass der Kopfschmerz vom Darm entsteht, dass die Gelenkschmerzen vom Darm. Ich habe ein erhöhtes Arteriosklerose-Risiko, wenn der Darm nicht funktioniert, über die Low-Grade-Inflammation. Ich kriege ein Leberproblem über Darmprobleme. So erhöhte Leberwerte, muss man sofort an den Dünndarm, Dickdarm denken, was da los ist. Also die Verbindung, die muss man wieder herstellen. Und das hat eben das klassische schulmedizinische Modell nach Descartes hat nicht funktioniert. Es gibt den Gastroenterologen, den Enterologen, den Nephrologen, für jedes Organ Spezialisten. Die sitzen 50 Kilometer auseinander und keiner beschäftigt sich mit dem Menschen. Und klagt den Leid und fragt, wie geht's deiner Verdauung? Welcher Psychiater fragt dich, wie geht's der Verdauung? Weißt du, um das fehlt. Ja, ja, klar. Frag doch niemanden. Ja. Und darum bleiben viele im Stich gelassen und man findet die Ursache nicht. Und die Person klagt über Jahre bis Jahrzehnte hin über chronische Darmprobleme. Also was ich da für Geschichten schon gehört habe, das ist, sage ich, für mich unfassbar. Ja. Und ja. Die Parasitologie wird dann auch immer vergessen. Ja. Wo ja auch schon viele Zusammenhänge dann mit Krebs gezeigt werden. Ja. Ja. Also super spannend. Markus, ich hoffe, wir machen noch ein Interview gemeinsam. Gerne. Bedanke mich sehr, dass du da warst. Ist auch echt ein wichtiges Thema. Und immer wieder ansprechen drauf, weil so viele darunter leiden. Danke und bis bald. Danke. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges für Ihre Darmgesundheit wieder mitnehmen aus unserer Sendung. Ich freue mich immer, wenn Sie zuschauen und bis bald. Tschüss.